Hier und hallo zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit dem wunderbaren, sehr hübschen Radio Lux. Ich kann gerade nicht für Komplimente. Und mir, dem DigiHen. Oh ja, wir haben da oben wohl ein bisschen ein kleines Problemchen. Nein, nein. Und der Dre möchte unbedingt, dass ich nicht auch noch dazu komme. Nee, lass mich mal alleine mit den Viechern. Ich finde gerade die Abkürzung nicht. Ja, dann such sie. Die ist es wert, gesucht zu werden. Wow, Mädel, wo willst du denn hin? Da. Wenn du hochkommst, lauf Richtung Osten. Was denn? Doch, sie stehen alle im Westen. Sie stehen direkt im Westen vor der Luke, kein Scheiß. Das ist so cool. Im Westen, nee, warte mal, sie stehen direkt Zombies auf der Luke, warte. Ja, den Eindruck habe ich auch. Komm mal lieber nicht hoch. Alter, das... Alter. Wie, komm mal lieber nicht hoch? Was soll denn das jetzt wieder bedeuten? Ja, guck mal kurz auf den Stream. Ja, geht gerade nicht. Nee, das geht nicht. Kann ja auch im Stream gucken. Alter, du kriegst voll auf die Fresse. Voll? Die hat mich einmal erwischt. Das geht schon noch. Ich will das eben mal ein bisschen dramatisieren, so. Jetzt kannst du hochkommen. Sie sind weg von der Luke. Sie sind alle hinter mir. Scheiße. Echt? Mann, du hast wieder den ganzen Spaß, weißt du? Spaß? Das ist ja Definitionssache. Oh. Oh, ah. Scheiße. Ich blute. Ich blute. Alter, vor allen Dingen diese ganzen Krabbler hier. Ja, die sind richtig ätzend, weil wieso man die auch... Wieso bist du nicht im Turm? Weil ich das so actionreicher finde. Achso, gut. Ich hatte damit weniger Probleme. Wir hätten die Brücke ausgebaut. Das war... Nein. Schade. Das ist nicht so gut. Brücke auszubauen? Ja. Warum? Weil normalerweise haben wir ja mal da so eine Hatch. Und jetzt können die sich halt da an die Tür stellen. Achso. Oh, daneben. Yay, eine Bandage. Vielen Dank, Schwester. Ach, Scheiße. Sieht gut aus, wie du da in deinem Schützenturm stehst. Ja, ne? Ja. So ein bisschen Ziel, oder? Das nützt nur leider nichts. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ist das jetzt eine Horde von einem Spider oder haben mich vielleicht doch mehrere gesehen? Das ist eine gute Frage. Ich habe da keine Antwort drauf. Das ist natürlich... Oh, ärgerlich. Mann, nur. Ich muss mich erstmal wieder einschießen, merke ich gerade. Oh Gott, eigentlich wollte ich nur noch loslassen und irgendwas treffe ich schon. Ja. Mann! So, jetzt werde ich mal nach oben gehen, weil ich habe keine Lust zu sterben. Ich werde dich retten. Sehr gut. Du bist schon so gut wie tot. Yay, yeah, voll daneben. Alter, wie viele Schwestern sind hier? Ist da ein Krankenhaus geplatzt oder was ist da los? Ja, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Es sind einige Schwestern am Start. Aber ich schätze mal irgendwie, dass sie einfach sagen, dass du so, da du so eine schöne Schwester bist, wollen sie da halt auch nochmal mitmischen. Schwestern. Schwestern unter sich sozusagen. Alter, da in dem Augenblick haut die mit dem Kopf weg. Das können sie, ne? Das bist du? Alter, sicher? Schieß mal. Hey, wo ist denn hier noch einer? Ist wieder einer in die Rampen gefallen, oder was? Das kann gut sein, ja. Wieso lungern die denn da alle an dem Höhleneingang rum? Was ist los mit euch, Leute? Kommt hierher. Oh, sie kommt tatsächlich. Vielleicht hätte man die Minen... Also ich finde ja gut, dass ich Minen gefunden habe, aber ich finde nicht gut, dass ich sie unten lagere. Aua, nein, 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 Hilfe, Hilfe, Hilfe! Was? Wieso kann ich die Waffe nicht wechseln? Ach, weil ich im Zoom-Modus bin. Oh, nee, Alter. Ach, Mist. Bitch. So, ich bin gerade ein bisschen, Bitch. Verzweifelt. Ich bin stunt. Das ist schlecht. In solchen Situationen sollte man nicht stunt sein. Ich komme und helfe dir! Ich rettete dich! Du rettetest mich? Wo bist du überhaupt?
Immer den Zombies hinterher, dann kommst du schon. Ha, ja. Ja, das kommt gut hin. Hallo, ach, Schwester! Scheiße. Lass mich hier gerade ordentlich einen auf die Fresse geben, habe ich das Gefühl. So, ich übernehme den anderen Part. Ich den anderen auf die Fresse geben? Genau. Sehr gut. Das nennt man Teamwork. Der eine steckt ein, der andere teilt aus. Oh, lauf doch mal gerade, Mensch. Lauf doch mal gerade, Sir. Alter, ey, wir sind hier in Deutschland, da wird gerade gelaufen. Mit Stechschritt oder was? Ja. Ah, ich kann nicht mehr treffen. Oh, ich hab so Bock auf die neuen Zombies. Oh, shit. Oh, fuck, ich blute nicht. Wo kommst du her? Ich hab doch gerade noch nach hinten geguckt. Ey, das gibt's ja gar nicht. Voll auf die Fresse gekriegt, aber von hinten, ne? Von hinten auf die Fresse. Genau. Wie unangenehm. Oh, jetzt tobt er sich da in dem Busch aus. Das ist egal, ja. Es wird nicht besser. Er rubbelt irgendwie an dem Busch rum. Ja. Gibt es da nicht irgendwie so auf den Busch hauen, so einen Spruch? Auf den Busch hauen? Ja. Weiß ich nicht. Oh, ich habe Antibiotika bei einer Schwester gefunden. Das ist sehr nett von ihr. Du hast auch Zeit zum Bluten? Ja, sicher. Du bist Schwestern... Eiskalte Schwester. Oh, ich bin Stufe 31. Cool. Was? Ich bin Stufe 31, cool. Ja, ja, akustisch habe ich das mitbekommen, aber wieso bist du schon 31? Na, eigentlich bin ich sogar noch älter. Ja, gut. Du bist gar nicht zum Looten, du bist zum Kriechen. Ach so. Wieso kann ich den nicht looten? Wieso kommt der immer näher? Ich bin gerade Level 28. Ach, du rennst hier rum. Oh, Alter. Ja, ja. Ich bin gerade Level 28 geworden, dachte voll, ja, ich bin richtig gut. Und dann sagst du, du bist 31, was geht? Oh, tut mir leid, schon, das wollte ich nicht. Ja, direkt das Ego wieder am Arsch. So, mal ein paar Fleischklumpen zermatschen. Nein. Oh nein. So, hast du in die Rücken kraulen auf dem Baum? Wow! Es hat ein bisschen zu viel gekrault. Mhm. Dann hab ich auch noch mal looten hier. Da ist nichts drin. Ja, diese Horden, ne, die... Also die geben richtig lecker, ne? Die geben richtig lecker Punkte. Ja. So, du bist der Mann mit der Steinaxt, ich bin der Mann mit den Samen. Alter, wieso sind denn die Haufen so krass stabbel? So krass stabbel? Ne, ich bin doch nicht der Mann mit den Samen. Das ist ja ungünstig. Und ich hab Fleisch in der Hose. Es wird immer besser hier. Es wird immer besser. Wieso ist denn die Tür offen bei der Hütte? Also beim Turm? Ja, ich bin rausgekommen und da warst du gerade da an der Seite nicht gewesen und da dachte ich, dann kann ich hier locker die Tür auflassen. Ne, aber hier, das Ding muss weg. Da muss eine Hatch hin. Ach, du hast doch hier so eine Axt, ne? Ich hab so eine Axt, ja. Ich weiß nicht, was effektiver ist. Ich glaube, jetzt ist die Holzaxt, glaube ich, effektiver, ne? Arcaniac hat gerade geschrieben. Was war da das? Geh ich gleich. Achso. Ich war das, ich bin in den Stachel gerannt. Da gehe ich gleich mal drauf ein. Wenn die Fleischklumpen hier weg sind. Ja, was wollen wir eigentlich noch? Da gibt's ja noch mehr, ne? Da gibt's ja noch irgendwie mehr Alpha 13 Informationen. Ich weiß gar nicht, ob wir da beim letzten Mal so detailliert drauf eingegangen ist, aber ja, die Körperteile abschlagen. Das ist natürlich sensationell cool. Da freue ich mich natürlich sehr drauf. Das ist das, was ich noch brauche. Ja, ne? Mehr Gewalt, noch mehr Blut, ja. Das ist ganz wichtig. Aber was ich also wirklich cool finde, ist halt, dass wenn du halt irgendwie so einem Zombie das Bein wegballerst, dass er reagiert. Dass der dann halt irgendwie auf dem Boden dann zu Kriecher wird. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an Dead Space. Ja. Alter, dann muss man bitte mit deiner Holzaxt hier. Kannst du mal kurz irgendwie das wegmachen da? Ja, super. Das ist doch wow. Dann fällst du gleich runter und bist tot. Was du mir aber so zutraust. Ich bin viel zu doof, um runterzufallen. Dann fällst hoch. Ja, ich bin so doof, ich fall hoch. Wie in Alpha 11. Da bist du. War das Alpha 11? Ich glaube ja, wo du in den Himmel geflogen bist, ja, auf einmal. Genau, und dir das Bein gebrochen hast. Oh, das war so geil. Das sah so doof aus. Aha. Ich will nicht mit dem Kerl reden. Er ist so gemein. Hast du noch einen Woodframe? Ja, soll ich da jetzt, wo ich den Woodframe gerade abgekloppt habe, einen Woodframe setzen? Ja, das wäre doch mal richtig doof. Ja, bring ich dir gleich.
Nee, was ich brauche, ist eine Axt. Ich brauche eine Holzaxt oder eine Steinaxt. Ich habe noch nicht mal eine Steinaxt. Ich habe gar keine Axt. Ich bin axtlos. So, jetzt gucke ich mal in den Chat. Zu zweit ist das Spiel einfacher, oder? Bezüglich Arbeitsaufteilung und so. Oder macht euch die Futterbeschaffung große Probleme? Essen. Ehrlich gesagt... Was für ein Essen. Ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, dass sich das Spiel daran anpasst, wie viele Leute man hat, oder? Boah, ja echt? Nö, das Gefühl habe ich nicht. Also ich habe... Oder ich spiele einzeln sogar besser. Ich glaube, du ja auch. Ja? Ja, weil man sich halt mehr darauf konzentrieren kann. Weil man halt nicht irgendwelche Chats zum Beispiel beantwortet oder... über also Weltbewegendes reden muss, was wir ja rund um die Uhr tun. Hier wird praktisch die Welt gerettet. Das trägt halt viel dazu bei. Also oftmals bin ich tatsächlich gestorben, weil ich halt irgendwie mich auf was anderes konzentriert habe. Ja. Oder weil man sich auf den anderen gerade verlässt, der davon gar nichts weiß, dass man sich auf den anderen verlässt. Oder weil der andere einem eine Axt zwischen die Augen kloppt. Aus Versehen natürlich nur. Natürlich nur aus Versehen, ja. In der Alpha 11 ging das ja noch. Ja, ich glaube, das geht hier auch. Ich habe es nur nicht eingestellt. Doch, habe es eingestellt, ne? Ausgestellt hast du es garantiert nicht. Ne, das Friendly Fire ist drin. Das ja. Friendly Fire muss. Das ist... muss. Aber ich erinnere mich da an eine Situation, wo ich so einen Zombie matschig hauen wollte. Und da lief da einer vor mich, der kein Zombie war und war dann auf einmal tot und ich hatte einen Player-Kill mehr. Ja. Wir können ja mal gucken kurz. Du hast tatsächlich noch keinen, du hast mich noch nicht umgebracht. Nee, nicht mit Absicht. Also auch, also ich habe es öfter mal versucht, aber es hat noch nicht geklappt. So, wo hättest du denn gern Woodframe? Nee, das war doch nur ein Spaß. Das... Ach, jetzt willst du doch kein Woodframe. Nicht von dir. Ich mach mir gerade eine Axt fertig hier, damit ich hier auch mal ein bisschen Holz hacken kann, weil ich habe absolut überhaupt kein Holz. Hm. Und dann wollten wir ja noch in die Stadt laufen, ne? Ach, du stehst hier. Ja, die Horde hat wieder alles durcheinander gebracht. Ich wollte eigentlich Kohle abbauen und dann wollten wir eigentlich in die Stadt. Das ist ein dicker Zombie. Das ist auch ein dicker Zombie. Das könnte... ist aber nicht. Nee, aber ich glaube, je mehr Leute man hat, desto einfacher wird es am Ende natürlich, weil du ja wirklich die Arbeitsaufteilung effektiver gestalten kannst. Du musst zwar mal ein bisschen mehr dann besorgen auch, aber trotzdem, also du kannst halt, einer kann jagen gehen, der andere kann Holz beschaffen, wieder einer kann kochen. Na, und dann sich nochmal um zum Beispiel der nächste könnte sich dann um die, darum kümmern, dass das Haus abgesichert wird oder wo man ist. Du musst zwar irgendwie mehr jagen, weil du musst ja dann für alle anderen mitjagen und du musst auch mehr Holz beschaffen, weil du musst ja für alle anderen auch Holz mitbeschaffen, aber ansonsten ist es effektiv einfach. Ja, wenn man den abgestimmt hat. Und nicht so wie wir immer sagt, ja, du machst jetzt das und das und du machst das und das und dann macht jeder trotzdem das, was er will. Was er am besten kann, nix. So wie ich das am liebsten mache. Ja, das kommt öfter mal vor bei dir, aber das wollen wir jetzt hier nicht aufbauschen. Aber das kann ich, das ist so, das kriege ich hin. Waren wir hier schon? Ja. Alter, schade. Die Bäume, die fällen sich aber locker, so locker hocker mit der Steinaxt, das ist ja Wahnsinn. Hier ist so eine Westernstadt, wann waren wir denn da mal drin? Öfter schon, oder? Kann gut sein. Gehe ich jetzt looten oder gehe ich weiter Kohle suchen? Da bist du auch ein Reimer, du. Hat sich das gereimt? Gehe ich jetzt looten oder Kohle suchen? Ja, doch. Ja. Heißt das nicht Schüttelreim oder so? Weswegen habe ich das überhaupt gemacht? Ich wollte genau eine Leiter bauen. Warum wollte ich eine Leiter bauen? Frage. Ja, shit, ich hätte erst das Chili essen sollen. Wie erst das Chili essen und dann kacken, oder was war das? Und dann kacken, ja, ich habe jetzt erst geschissen und dann Chili gegessen. Nee, ich habe gerade den Tee getrunken und habe danach das Chili gegessen. Und andersrum wäre cleverer gewesen, deswegen habe ich es nicht gemacht. Bleibt sich das nicht gleich? Nee. Wenn du Chili isst, geht ja dein Durst runter. Genau. Und hätte ich das Chili zuerst gegessen, wäre der Durst ein bisschen runtergegangen, aber ich hätte ihn mit dem Tee direkt wieder aufgefüllt.
Und sonst hättest du halt irgendwie dein Trinken aufgefüllt, dann wäre da zum Chili wieder runtergegangen. Genau. Und so ist es jetzt ja gekommen. Yay, Kartoffelsamen. Ja, ich verstehe den Unterschied, aber trotzdem nicht. Ich meine, das Wasser, also dein Durst geht doch eh runter. Ja, aber hätte ich jetzt das Chili, also jetzt habe ich habe was getrunken, hatte keinen Durst mehr. Dann habe ich das Chili gegessen und habe wieder Durst gehabt. Und hätte ich jetzt erst das Chili gegessen, und danach getrunken, wäre der Durst komplett wieder aufgefüllt. Mhm. Danach. Okay. Und auch geblieben. Jetzt habe ich wieder so ein Stück weniger. Ein Stück weniger Durst. Oder mehr. Man weiß es nicht genau. Scheiße, was war drehen? Ich weiß es nicht mehr. Oh, geil, ich halte die Luke ran. Nein! Oh, das ist ja für dich immer schlimmer mit dem Kerl hier. Was ist los? Ach, der Idiot sagt irgendwie, er hält die Luke ran und wollte dann gerade über die Luke rausgehen. Also darüber so. Mhm. Das hat natürlich nicht funktioniert, weil die Luke ist ja nur so an, ne? Und dann dachte ich so, ich wäre fast runtergefallen, weil ich bald so blöd wäre, und dann bin ich runtergefallen. Irgendwie, naja. Oh, der Friedhof schwebt. Ist das der schwebende Friedhof, den wir schon mal hatten? Ja. Das ist ja gut. Ja, es ist der schwebende Friedhof. Scheiße, ich habe zu viele Sachen. Du meintest doch mal, in Gräbern findet man Bücher, ne? Hm. Verdammt, ich habe einfach zu viel. Ich fress noch mal ein bisschen Hundefutter. Kann ich jetzt quasi unter den schwebenden Friedhof gehen und von unten in die Gräber gucken, um zu gucken, welche Bücher da drin sind? Das könnte man mal ausprobieren. Oh, da fällt er in sich zusammen. Das war's mit dem fliegenden Friedhof. Oha. Das sieht aber gut aus. Und die Zombies sterben, die da unter sind. Das ist ja. Ich kriege ja noch einen Rappel, ey. So, ja, die Folge ist vorbei. Deswegen, ja. Mach ich einen Absager? Mit einem abgesackten Friedhof mache ich einen Absager. Boah, weg hier. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ist wieder anders gekommen als gedacht. Wer hätte das gedacht? Niemand hätte das gedacht. Nee, anders gekommen als geplant. In der nächsten Folge planen wir auf jeden Fall. Was planen wir denn? In die Stadt. Wir wollen auf jeden Fall nochmal in die Stadt. Allerdings, ja, wir waren das letzte Mal in der richtigen Stadt, kann das sein? In dieser. Ja, da wollen wir doch hin, ne? Da wollen wir doch. Oh, hin. Da wollen wir schon wieder hin? Ja. Oh, okay. Ja, oder wir finden halt noch eine andere Stadt. Das ist ja. Das finden wir raus in den nächsten Folgen, in den folgenden Folgen. Und bis dahin bedanken wir uns fürs Zusehen, ich zumindest, und der Digi bestimmt auch gleich. Und deswegen bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss. Ja, genau. Ich bedanke mich, wie der Duration angedeutet hat, dass du da warst. Hab Spaß mit unseren nächsten Videos und auf YouTube im Allgemeinen. Tschüss. Ach du Scheiße. Oh Mann, was macht ihr denn? Ich bin irgendwie in einer ganz seltsamen Gegend. Jetzt ist hier so ein Zeltplatz, der schwebt. Ich wollte doch diese blöde Luke hier hinsetzen. Ah, jetzt endlich. So, endlich.